Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW Folge 47. Ich hatte jetzt ein bisschen Pause gemacht, damit ich mich etwas auskurieren kann und die Stimme wieder zurückkommt. Ein bisschen angeschlagen ist immer noch, aber naja. Besser als nix. So, wir sind immer noch in Sturmwind im. Guck, guck, guck. Ich meine, wir sind im Zwergendistrikt. Genau. Ich muss ehrlich sagen, ich habe etwas länger nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir waren im Schlingendorntal unterwegs. Mal auf die Questkarte gucken. Jawohl, Schlingendorntal. Der vermisste Diplomat haben wir immer noch nicht gemacht. Ja, quasi nach Süderstade müssten wir auch einen vermissten Diplomaten. Aber gut, mal gucken, was die Zeit bringt. Dann können wir nämlich weiter unsere tollen Tiere töten. Wie wir das so gerne tun. So. Ich habe mir auch Post geschickt. Ich weiß gar nicht was. Mal gucken. Ein bisschen Tasche aufgeräumt habe ich, meine ich. Gold ist auch noch nicht mehr geworden. Aber da macht man nichts. Und ich sehe gerade, wir haben vom Level schon 74%. Das heißt, wir können auch bald unsere Beweglichkeitsfläche nehmen. Bisschen Leder. Gucken, was wir auf der Brücke noch haben. Was kann ich für euch tun? Viel Müll sehe ich, viel Müll. Noch nicht. Glaube, hier das Rezept oder so können wir irgendwie wegtun und eh nichts. Also hat keinen Sinn für mich. Sind wir hier? 8 Platz mit 10%. 6 Platz, nö. 8 Platz ist dasselbe. Manchmal sind ganz nette Sachen drauf. Seelenstärke. Oh. Dankeschön. Was nettes. Ah, Stärke ist jetzt nicht so mein Ding. Rüstung fehlen noch ein paar Level zu. Ansonsten noch. Können wir lernen? Ist bekannt. Oh. Tut mir das doch mal. In dieser Gilde, der ich bin, ich meine, der ist Knappen Allianz oder so. Ja, Knappen Allianz. Das ist die Startgilde. Da wird man, ich glaube, ab Level 2 oder Level 3 automatisch eingeladen. Wenn man dann irgendwann mal rausgehen sollte, kann man aber auch immer wieder reingehen. Ich glaube, mit Punkt Join Guild oder Join Startgilde oder so. Das ist ganz cool. So, Taschenplatz haben wir genug. Ehre dem König, Freund. Sagen, fliegen wir mal zum Seid Rebellenlager im gegrüßt. Schlingendorntal. Tja, wo drop denn gut Seide? Tja, eine gute Frage, ich weiß es nicht. Hier ist tolle Stirn. Verdies? Ne, ich glaube nicht. Der ist, glaube ich, ja. Ist der noch Numerigan? Oh, ich glaube da auch nicht. Der ist auch. Todesmine. Da könnte was sein.
Man weiß es nicht. Und ich habe eine tolle Schusswaffe gefunden, jetzt mit einem anderen Charakter. Je nachdem, ich habe es mal ins Auktionshaus gestellt. Finde ich. Entschuldigung, wenn sie nicht verkauft werden sollte, kann ich sie nämlich. Unserem Sengi schicken. Er will mich jetzt nach Minitil. Wir müssten Diplomaten schicken. Nö, habe ich jetzt nicht so wirklich Lust drauf. So. Das war zwar nicht das, was ich wollte. Wollte mich gerade aufs Reittier schwingen, aber ohne Reittier wird das schwierig. Ja, nee, ich glaube, für schnelles Reiten haben wir zu, also für Anfangsreiten haben wir zu wenig Kohle. Ich habe was von 100 im Kopf. Aber bei den Preisen bin ich mir nie sicher. Oder von 90, 80? Ja, man weiß es nicht. Ach, jetzt sagt er mir hier. Kann ich auch nie entscheiden, was er will. Das hat tolles Quest. On. Aber ich finde es trotzdem ganz gut, auch wenn es mich mal quer durch die Walachei schickt. So. Junge Panzer, ich glaube, was brauchen wir denn? Schmetterschwanz, genau. Ja, noch die komischen Kristalle. Ja, wir haben noch viel zu tun. Junger Panther. Ich glaube, er beherrscht der Tigerjagd. Ist nämlich auch in der Nähe sind all die Panther. Hab ich gar nicht gesehen. So, wenn man auf die Karte guckt, dann sieht man sowas nicht. Dann überläuft man die einfach. Ja. Ja, da sind sie. Den wollen wir nichts mehr. Ich finde ja schon interessant, dass da alle nah beieinander sind. Aber gut. Genau, in den letzten Folgen haben wir, glaube ich, die Quests von unten Beutebucht gemacht mit den Krokodilsledern. Ja, ich bin immer noch ein bisschen verkältet, aber die Stimme macht wieder mit. Skillen können. Überlegt entweder das weiter oder können wir das schon nehmen. Oder das hier. Obwohl das mit der Reitgeschwindigkeit eigentlich Strom ist. Finde ich jetzt, also gibt es bestimmt bessere. Da gibt es bestimmt bessere Sachen als Reitgeschwindigkeit. Ich habe ja auch ein tolles Add-on.
zeigt, wo was liegt. Alkoholik, es ist richtig cool. Das hatte ich damals auch benutzt. Oder hatte ich fast schon immer benutzt. Da hat man immer einen super Überblick, was man alles an Material auf seinem oder bei seinen ganzen Charakteren hat. Weil irgendwann wird es auch etwas unübersichtlich bei mehreren Charakteren. Dann hat man dann zwar auch sowas, dass man sieht, dass man von seinen Ruhesteinen 5 Stück hat, aber gut, gibt Schlimmeres. So. Ja, stimmt, den tollen Gürtel können wir nicht her, weil wir haben keinen, den habe ich schon oft hergestellt, aber wir haben den nicht mehr. Und extra da vielleicht Leder kaufen, ja, muss ich jetzt nicht. Ja, dann, ansonsten können wir das noch machen. Zum Skillen, mal gucken. Der Ball, wo ist der denn? Ja, was man sucht, das findet man immer schlecht. Na, egal, jetzt. Machen wir weiter. Tja, jetzt verstecken sie sich alle. Wildtiere aufspüren. Aha. Muss ich immer an den Buben denken. Irgendwas muss der Jäger ja gut sein. Kann ich euch ja mal verlinken. Das ist auch ganz lustig, die Geschichte vom Buben. Ist auch so ein WoW-Hörspiel. Mal gucken, falls ich den nicht finden sollte auf YouTube, lade ich das wieder hoch. Das ist kein Problem. Sogar zwei Teile davon, ja, der Buhn 1 quasi und der Buhn 2. Und der Buhn 2, der ist schon richtig professionell nachher dann gemacht. Und der Buhn 1 ist dann, ich glaube, auch so Zusammenschluss von ein paar Freunden oder so. Weil da gibt es dann am Anfang auch recht viele Tonschwankungen. Weil die Geschichte ist recht cool erzählt, darum macht eigentlich Spaß zu hören. Ja, ob das eine gute Idee war mit allen Pullen. Aber unser Dienstschafter ist. Achtung. Blödes Ding. Er sollte lernen, alle anzudenken. Hat auch gut funktioniert. Leckeres zu essen. So. Aber ich habe schon oft gesagt, ich vermisse immer noch meinen Reisemammut. Das war eines der besten Dinge. Naja, aber man kann leider nicht alles haben. Was soll es noch irgendwas zu essen für den? Weil der. Ah, ist ja nicht alles. Nein, Fleisch wollte er nicht, genau. Matzalit. Können wir uns hier Leuchten anmachen?
wenn man lustigerweise betrunken genug ist, sinkt sogar die Stufe von den Gegnern. Das habe ich auch schon oft gehabt. Wenn man dann genug trinkt, dann sinkt die Stufe. Das ist ganz lustig. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf dem Privatserver auch ist. Auf dem Original ist das so. Ich weiß, unser Tank hat das damals immer gerne gemacht. Er hat dann sich betrunken, damit die Gegner und danach auch die Bosse nicht so hoch das Level hatten. Wegen der Treffsicherheit. Ja, war schon ausgefuchst. Zip. Noch 6 Schmetterschwänze oder so und dann sind wir alle Level up. Könnt euch nicht verstecken. Oh, da habe ich es auch oft aufs Maul bekommen damals. Oh ja, gehst du mal gucken, was da ist. Patsch, tot. Wiederbelebt, patsch, wieder tot. War ich PvP gefleckt. Kam ein großer Hortler, patsch, tot. Ja, gab schon tolle Sachen manchmal. So, die Raptor nehme ich auch. Nehmen wir uns den hier. Ah, ich sprichst du drauf, Junge. Und weg da. Brauchen wir. Auch lustig, unser Freund wird auch angezeigt. Noch ein paar Raptoren sogar schon, Tigers. Mit der Schwanz. Ja, das ist ganz cool mit dem. Aber hier, also damals PC musste man alles lernen. Ich hatte nämlich mich letztens mit einem Kumpel darüber unterhalten. Der meinte, man muss ja alle Aufspür-Funktionen, nenne ich es mal, alles lernen. Ja, damals war das so. Er hatte mit Wattle K angefangen, da war das schon ein bisschen anders. Da gab es hier das Aspekt. Einen Aspekt gab es nicht. Ich glaube, diesen Naturaspekt. Den gab es nicht mehr mit Wattle K. So als er dann anfing, weil der fing irgendwann mit an. Weil die hatten ja irgendwann nach und nach alles Mögliche weggepatcht. Oder was er auch nicht mehr kannte, war Feuerholz und Zunder. Also vorher schon nur Zunder kannte der nicht mehr. Das haben sie ja auch irgendwann rausgemacht. Ach, da oben ist, ja, da oben ist einer der Tiger. Dieser Weiße. Kann ich mal zeigen. Ach, da nicht der Weiße. Ah, ja. Jetzt habe ich drauf geschossen. Ne, der weiße Tiger war dieser Elite-Tiger, den man zum Schluss hat. Meine ich, wenn man alle Geld hat. Den müssen wir gleich auch töten. Und die Tatze oder so von dem mitnehmen. Schon brutal, wenn man so drüber nachdenkt. Nein, ja, gut. Und ja, jetzt haben wir Level up. Sehr schön. Mal gucken. Raserei. Oh, Raserei können wir auch machen. Machen wir Raserei. Und er wunderte sich, warum das Pad so groß ist. Weil dann fiel ihm ein, dass er ja eine Glyphe drin hatte. Bei seinem Jäger jetzt. Die das Bett kleiner macht. Und da sind auch Panther. Panther müssen wir auch, glaube ich, oder? Ich gehe mal gucken. Ist da auch ein Panther? Nein.
Ist ja fast wie Blümchen pflücken hier. Und er war ganz fasziniert, dass ich ein Schwert anhab. Aber das wurde ja auch ausgepatcht. Kann die Jäger nämlich irgendwann nur noch Bogen bzw. Fernkampfwaffen tragen. So, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuhören oder Zugucken vielmehr. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut.